Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ich habe schon mal angefangen, eine Dorfbesuchstour zu machen. Und zwar war ich vor Wochen in einem wirklich sehr schönen Areal. Es ist das Freilichtmuseum in Detmold. Wer also aus der Gegend kommt, kann sich das sehr gerne mal anschauen. Sehr schön zum Chillen mit Familie, Gastronomie, viele alte Gebäude, Geschichte dabei und auch immer ein Jahresmotto. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Ist so circa 50, 60 Kilometer von uns aus hier entfernt. Also wir fahren hier 2 bis 8 Mal im Jahr hin und wirklich schönes Gebiet hier. Also ich kann es für Familien echt nur empfehlen. Man muss natürlich schon sehr, sehr viel laufen. Das Areal ist sehr, sehr groß, aber man wird belohnt, denn es ist wirklich sehr, sehr schön und man kann hier wirklich richtig schön mit Familie abchillen. Aber das wollen wir ja gar nicht machen. Ich will ja eure Dörfer besuchen und deswegen switchen wir jetzt zu Clash of Clans. Bis gleich. Ja, wie soll das Ganze eigentlich aussehen, während wir hier einfach mal im Hintergrund ein paar schöne Lootangriffe sehen. Hier sehen wir einen Zuschauerfight vom FIFÖ, von den True Warriors und ein richtig schöner Laloon-Angriff. Ich nehme mal an, das ist noch aus der Zeit, wo das Ballon-Event lief. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Dorfbesuche. Das ist ja meine erste Folge Dorfbesuche, die ich überhaupt plane. Und ich finde, sowas müssen wir aber irgendwie planen. Und mein Vorschlag wäre da einfach, dass wir uns darauf einigen, dass ich weiß, wer gerne besucht werden will, dass ihr mir vielleicht ein Hashtag Besuche mit in den Kommentar schreibt, euren Tag und vielleicht noch den Spielernamen. Dann finde ich die schneller und werde mir dann, denke ich mal, die meisten raussuchen, die ich dann besuche. Und aber wenn das zu viel werden, dann kann ich das sicherlich nur irgendwo mit einem Zufallsgenerator machen. Wenn das zu viel wird, dann wird das sicherlich auch etwas zu viel für so eine Dorfbesuchsfolge. Und wir gucken uns gleich den nächsten Lootfight an. Auch ein Zuschauerfight von Mikael 68er, der auch beim Clan True Warriors ist. Das ist ja merkwürdig. Auch beim Clan True Warriors. Okay. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich immer noch keine Zuschauerfights von euch bekommen habe. Also, auch hier nochmal der Aufruf. Unten in meiner Beschreibung verlinke ich nochmal mein Google Drive. Dort könnt ihr mir eure Fights reinschicken, eure coolen Sachen, eure komischen Sachen, je nachdem, was ihr da habt. Und der Mikael hat das hier aber mit Bartstruppen gemacht. Auch im nach wie vor durchaus gängige, schöne Truppe, zumindest wenn man, ja, er ist in Kristall 2, das ist in Ordnung. Mal gucken, ob er sich die 50% noch schnappt und auch den Rest Dunkles da. Ja, die Queen geht jetzt schon mal auf den dicken Pott und ja, die Mauerbrecher schnell nochmal verheizt. Mal sehen, ob er das Lager hier links unten noch bekommt mit seiner Queen oder mit den kleinen Bogenschützinnen. Aber die Queen geht jetzt doch auf, ja, okay, der Magierturm, ah ne, da ist der Kampf vorbei, hat er nicht mehr ganz gekriegt, ist nicht so tragisch. Also nochmal die Aufforderung, dass ihr mir einfach die Files in Google Drive reinschiebt. Ich gucke mir das an, das wird sicherlich auch ein bisschen länger dauern, bis ich die hier mal einbauen kann. Aber ich würde das gerne machen, denn davon lebt auch Clash of Clans, nicht nur von True Warriors Fights. Hier übrigens ein weiterer Zuschauer, der mir dieses Video hier gesandt hat. Und zwar sicherlich auch noch aus der Zeit vom Ballon-Event. Es ist der Thorsten vom Clan True Warriors. Auch hier wieder, ich muss ein bisschen selber darüber lächeln, weil ich natürlich, ja, ich habe erstmal bei uns gesammelt, um zu gucken, wie geht das überhaupt. Habe meine Jungs einfach mal gebeten, schick mir mal einen netten Fight in den Chat rein. Dann nehme ich das mal auf und kann das sicherlich auch zeigen. Aber hier habe ich völlig überraschend noch eine La bekommen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass King und Queen hier alleine schon mal so weit durch die Base kommen. Und dann auch hier aus dem Ballon-Event noch, was ich übrigens nicht gepackt habe. Ich habe aufgrund von Zeitgründen es total verpennt, dieses Event zu Ende zu spielen. Also mir sind hier 100 EP und 100
eigentlich billig verdiente oder leicht verdiente Juwelenflöten gegangen. Ja, was willst du machen? Ist halt so. Steckt man nicht drin. Und aber ich glaube, ich mache das hier ganz gut, denke ich mal. Und auch schöner Lot hier an der Stelle. Ich war ja, bin ja auch ein bisschen höher zurzeit in der Liga. Da war ich noch, was ist es, Meister 1. Und bin ja mittlerweile in Champion, Champion 3, eigentlich viel zu hoch. Nur ich übe ja im Moment auf RH11-Basis und die triffst du da oben natürlich etwas mehr als in den unteren Regionen. Deswegen bleibe ich erstmal ein bisschen höher. Wenn ich dann wieder irgendwas forschen muss, ich will ja diesmal eine Elex-Forschung anstoßen, dann werde ich sicherlich wieder ein bisschen runtergehen. Aber das waren jetzt schon mal knapp 1,3 Mille und mit dem Bonus dann dabei, also durchaus denkbar. Und wir gucken uns auch noch einen Legendenfight an von Max, auch ein Zuschauer von mir, von den Two Warriors, und der sich schon seit etlichen Wochen in Legenden tummelt. Und dann guckt mal links oben, 1 Million Gold, 500.000 Elex und 5.000 Dunkles. Das ist also auch schon, ja, ich denke mal, durchaus gängig, vermutlich sogar noch wenig, was man hier oben bei den Maxed Out Spielern, die nichts mehr zu forschen haben, keine Mauern mehr zu machen haben und wo die Lager einfach immer rappelvoll sind. Also wirklich krasser Fight hier. Voll durch die Base mit Bolern, mit den Helden. Jetzt hat er noch ein Wut in der Clanburg, ist auch ein Maxed Out Wut an der Stelle. Und mal gucken, ob er sich hier auch wirklich alles wegsnaggelt. Denn ist schon echt ein krasser Fight. Die sind hier oben ja nur mit Clan-Truppen, sage ich mal, unterwegs oder CW-Truppen unterwegs. Und ja, da rockt sie die Bude, gar keine Frage. Und der Max macht das hier wirklich schön und heimst sich hier schon mal, okay, das gesamte Elex ein. Das waren jetzt auch nur 500.000. Geht aber völlig in Ordnung, weil ich glaube, so hohe Kosten hat er zurzeit gar nicht. Weil, so wie ich das überblicke, bestehen die Truppen ja doch ausschließlich aus Dunklen und nur die Zauber kosten so ein bisschen Elex. Und jetzt holt er sich aber unten, mal gucken, ob er sich auch das ganze Dunkle noch holt, denn jetzt geht schon dem Ende zu, nur noch der Warden da. Hexe sehe ich da unten noch, ich sehe noch zwei Hexen waren das gerade, jetzt noch eine. Jetzt sind noch die Skellies und die Bogenschützin. Und schaffen die es noch, das Lager? Ja, mal sehen, komm. Geht das noch auf Null? Boah, hat der ein Glück. Voll auf Null abgeräumt hier. Super Sache. Das letzte Goldlager kriegt er jetzt leider nicht mehr. Aber ich glaube, ist an der Stelle auch nicht so schlimm. Und so waren das hier. Oh, er holt sich noch das ein oder andere Prozent. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das spule ich jetzt mal vor. Und weil hier oben geht es ja, obwohl ab 70 hast du sowieso ja zumindest den Bonus. Aber je nachdem, wie viel Sterne man macht hier. Aber 6 Sterne, das ist hier oben, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und dann switchen wir nochmal rüber in mein Dorf und sehen uns gleich nochmal mit einem schönen Lootfight, hoffentlich von mir, wieder. So, den nehmen wir jetzt, glaube ich, mal mit, würde ich mal so sagen, auch wenn der nicht so stark erscheint. Er hat einen Adler, er hat ein bisschen Dev, das sind in etwa so die Bases, die ich auch im RH11-Bereich machen muss. Ja, vielleicht jetzt noch nicht so super, super stark. Wir gucken mal, die Infernos sind Multi und sind beide schön hintereinander. Mir wurde ja Tipp gegeben, nehmen wir erstmal nur einen Multi mit und ich würde sagen, wir legen gleich los. Und jetzt muss ich aber selber mal gucken, wie man hier eigentlich vorgeht. Mal schauen, wo meine Mauerbrecher hinlaufen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Ich glaube, Helden kann ich jetzt auch schon mal rein spammen. Und die Riesen hier hinterher. Und jetzt geht das hier auch schon richtig gut in die Base rein. Ich hoffe, dass die Bowler hier jetzt reingehen. Ich klicke ja gerade ziemlich heftig hier. Jetzt kriegen die zwar schon ziemlich starken Beschuss. Oh, ich habe noch 7 Bowler vergessen. Mist, die werden jetzt außen rum rennen, denke ich mal. So, mal gucken, ob die bis dahin kommen. Mal schauen, ich hau da einfach mal einen Sprung rein und mal gucken, ob die das bis dahin wirklich packen könnten. Schauen wir mal, ob die den Inferno packen da. Ah, nee, die gehen alle unten rum. Oh, der könnte es jetzt eigentlich bringen. Ja, der König macht jetzt den Inferno. Jawohl, der König macht den Inferno. Und wo ist eigentlich meine Queen? Ah, da unten.
okay, die Queen ist da unten. Ja, das sind meine Clean-Up-Bogies hier. Queen ist noch dabei. Jetzt ist sie da auch rübergehüpft. Super. Ja, das sieht ja noch ganz gut aus. Es ist noch ein bisschen was da, was tankt, aber nicht mehr so wirklich viel. King will jetzt außen durch die Mauer. Ah, der eine Riese springt da noch rüber. Ich glaube, der wird es jetzt nicht mehr reißen. Aber Queen ist hinter dem König. Und das ist natürlich super, dass wir die noch geschützt haben. Aber es ist auch noch ziemlich viel Def da. Mal gucken, wie schnell wir die Mauer noch aufkriegen. Der König wird jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, sterben, weil er ja auch tankt. Oder tanken gerade die Bowler? Oh, das sieht danach aus, als wenn die Bowler tanken. Oh, die Bowler haben getankt. Okay, dann brauche ich meine Königin noch gar nicht zünden. Super, dann kann ich zumindest gerade mal was erklären. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich jetzt mal ein bisschen was aneinander geschnitten habe. Und entschuldigt bitte die Bildqualität und die Lichtqualität. Ich bin kein Profi, ich bin Amateur. Und ich glaube, dass das trotzdem irgendwo gelungen ist. Und ich denke mal, wir können in jedem Fall das Ganze so durchgehen lassen als Folge, als Video. Ich mache das ja auch nicht alle Tage, dass ich mal mich selber irgendwo vom Greenscreen hereinschneide mit einem vorherigen Video aufgenommen. Also so ein bisschen asynchron war das Ganze ja, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Findet die Folge trotzdem in Ordnung und könnt ihr mir in den Kommentaren auch noch reinschreiben, wenn ihr möchtet. Gibt ja schon reichlich in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich will mit euch Dorfbesuche machen. Ich möchte Zuschauerfights von euch sehen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns sowieso nachher noch. Oder auch gleich, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja gesagt, 17, 18 Uhr. 17 Uhr kommt dieses Video. Ja, dann vermutlich doch ein Stündchen später. Das sehen wir dann. Bis dahin. Euer Toto. Clashed.